Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Digital Fernsehen, zu einem neuen Test. Mit dem ersten OLED-TV von Philips können wir euch im ausklingenden Jahr 2016 noch einmal ein echtes Highlight präsentieren. Der POS 901F ist ausschließlich in 55 Zoll zu haben. Der TV ist wunderbar flach und bietet ein dreiseitiges Ambilight, aber lasst uns den TV mal im Detail anschauen. Philips ergänzt das ultraschlanke OLED-Panel um auffällige Lautsprecher. Der Fokus der Klangabstimmung liegt auf Sprachverständlichkeit und Klarheit. Tiefton und sehr hohe Pegel solltet ihr somit nicht erwarten. Im Randbereich ist der TV dünner als eine Blu-ray-Hülle. Im Anschlussbereich ist der Fernseher knapp 5 cm dick. Zwei CI-Plus-Slots sieht man nicht alle Tage. Die vier HDMI-Eingänge sind allesamt zu aktuellen UHD-HDR-Standards kompatibel. Analoge Anschlüsse sucht man beim OLED-TV zwar vergebens, dafür erfreuen aber Twin-Tuner und die Kabel lassen sich hinter einer Blende verstecken. Damit das Ambilight in drei Richtungen abstrahlen kann, sind LEDs an der Gehäuserückwand verbaut. Mittig strahlen übrigens deutlich mehr LEDs als im Seitenbereich, was aber auch kein Wunder ist, wenn man einmal die Fläche vergleicht, die durch das Display verdeckt wird. Wenn ihr den TV ein paar Zentimeter von der Wand entfernt aufstellt, erscheint die Lichtverteilung sehr schön gleichmäßig. Nur bei einer seitlichen Lichtreflexion könnt ihr die Kante zwischen der Displayfläche und den LEDs erkennen. Damit das Ambilight die Bildwiedergabe aufwertet und nicht vom Bildinhalt ablenkt, stehen euch zahlreiche Voreinstellungen zur Verfügung. Solltet ihr wider Erwarten nichts Passendes finden, könnt ihr immer noch auf eine statische Farbdarstellung wechseln. In den Systemeinstellungen könnt ihr zusätzlich die Licht- und Farbintensität abstimmen oder den Ambilight-Effekt auf Philips Hue-Lampen ausweiten. Ist eure Wand nicht weiß, solltet ihr vorab die korrekte Wandfarbe angeben, damit die Lichtreflexion stimmig erscheint. Und zu guter Letzt könnt ihr noch dafür sorgen, dass beim Ausschalten des Fernsehers das Ambilight langsam herunterdimmt. Damit ihr einen besseren Eindruck bekommt, lasse ich hier eine Szene dreimal durchlaufen. Zuerst die Darstellung ohne Ambilight, also so wie mit jedem anderen TV auch. Jetzt seht ihr die Szene mit Ambilight im Modus Spiel. Das ist die extremste Ambilight-Einstellung, da jede Bildveränderung durch das Rücklicht des TVs aufgegriffen wird. Sobald Bildszenen vorwiegend dunkel sind, schalten sich die rückseitigen LEDs komplett aus. Angenehmer ist es in meinen Augen, wenn um den TV herum auch in dunklen Szenen ein Lichtschimmer erzeugt wird. Hier am Beispiel der Ambilight-Einstellung lebhaft. Es lohnt sich somit, alle Voreinstellungen einmal durchzuprobieren. Ihr könnt das Lichterspiel aber nicht nur auf Video, sondern auch auf Audioinhalte anwenden und in den Energiespareinstellungen die Bildfläche abschalten. Dann ist der OLED-TV die vermutlich teuerste Disco-Beleuchtung in eurem Wohnzimmer. Wenn wir die Darstellung schon einmal deaktiviert haben, schauen wir uns noch den Kontrastfilter an. Spiegelungen werden sehr schön reduziert, die Schwarzdarstellung begeistert auch bei Restlicht im Raum und durch die flache Bildfläche sind Spiegelungen nicht verzerrt. Einzig die Verfärbung, im Normalfall ist sie übrigens eher violett als rot, kann je nach Aufstellung leicht stören. Als Fernbedienung legt Philips nicht nur eine Bluetooth-Variante bei, sondern auch eine Infrarot-Fernbedienung. Wenn ihr das berührungsempfindliche Touchpad der Hauptfernbedienung hier abschalten wollt, müsst ihr die Tastenkombination 8687 und die Stummschalttaste drücken. Auf der Rückseite der Hauptfernbedienung findet ihr eine praktische Tastatur. Und hier seht ihr noch die zweite Infrarot-Variante, die meiner Meinung nach sogar noch besser in der Hand liegt als die Hauptfernbedienung. Die Taste unter der Lupe kann ich euch besonders empfehlen, da ihr damit ein Schnellauswahlmenü öffnet. Links und rechts davon findet ihr die Quellenanwahlen, die TV-Taste, sodass ihr sehr schnell zwischen den Quellen und Tunern hin und her springen könnt. Schließt ihr eine USB-Festplatte an, könnt ihr die laufende Sendung pausieren, zeitversetzt wiedergeben und aufzeichnen. Da Doppeltuner verbaut sind, könnt ihr während der Aufnahme auch den Sender wechseln. Wollt ihr einen anderen Sender aufzeichnen, so solltet ihr aber erst zurückwechseln und die Aufnahme beenden. Über die Multiview-Funktion könnt ihr einen TV-Sender parallel zu einer HDMI-Quelle einblenden, Positionswechsel sind aber nicht möglich und der Ton richtet sich immer nach dem Hauptfenster. Spielt ihr zwei TV-Sender ab, könnt ihr dagegen die Position tauschen.
Beim elektronischen Programmführer habt ihr die Wahl, ob die Datenaktualisierung über die ausgestrahlten Senderinfos oder das Internet erfolgen soll. Wenn ihr in den Netzwerkeinstellungen die Streaming-Funktion aktiviert, dann taucht der Philips TV im Netzwerk auf und andere Fernseher können auf die Tunerlisten zugreifen, was praktisch sein kann, wenn der TV im Nebenzimmer nicht mit einem TV-Signal direkt versorgt werden kann. Das Streaming klappt mit SD- und HD-Quellen, aber nicht mit Ultra-HD-Quellen. Bei der Sendereinrichtung könnt ihr auf mehrere Favoritenlisten zurückgreifen. Es kann aber sinnvoll sein, erst über die Stichwortsuche die Sender zu filtern. So könnt ihr zum Beispiel nach UHD suchen und euch die verfügbaren UHD-Kanäle anzeigen lassen. Wenn ihr jetzt die Favoritenliste erstellt, bleibt die Suchauswahl erhalten. Ihr müsst nur Anfang und Ende markieren und könnt in einem Rutsch die komplette Liste erstellen. Wenn ihr die komplette TV-Liste zurückwechseln möchtet, müsst ihr nach links in die Quellenanwahl navigieren und den Eintrag für das TV-Signal anwählen. Dann seht ihr wieder alle Sender. Wie ihr sicher schon bemerkt habt, hat der Philips TV keine Probleme, die UHD-Sender über Satellit anzuzeigen. Der HDR10-Standard wird ebenfalls unterstützt, dafür verweigert der OLED TV aber die Anzeige von Dolby Vision-Quellen. Das ist angesichts des verschwindend geringen Content-Angebots derzeit aber kein Nachteil. Im Streaming-Bereich stehen euch die wichtigsten Anbieter zur Verfügung. Inhalte werden auch in 4K und HDR angezeigt. Die Amazon-App haben wir über den Philips App Store installiert. Wie es sich für ein Android-TV gehört, sind auch Googles Dienste mit Filmen, Serien und Spielinhalten vertreten. Was bislang nicht funktioniert, ist die Sprachsuche, die entweder keine Ergebnisse oder die falschen Ergebnisse anzeigt. Und einige neue YouTube-Videos stockten noch im Test. Wie hier zu sehen, bekommt man dann nur noch ein Standbild zu sehen, während der Ton im Hintergrund meist weiterläuft. Bei der Android-Hardware hat sich nichts getan, da ist Sony bereits einen Schritt weiter. Die größte Neuerung ist deshalb die Android-Version. Als erster Philips TV bekommt der OLED die Version 6.0 spendiert, was vor allem für Verbesserungen bei der Betriebsstabilität sorgt. Schließt ihr einen PC an, solltet ihr den Computermodus aktivieren, um die Darstellung bei voller Farbauflösung zu gewährleisten. Mit Videoquellen solltet ihr den Modus meiden, da der Fernseher von einer Zuspielung im erweiterten HDMI-Format ausgeht. Wenn ihr die Quelle natürlich entsprechend anpasst, könnt ihr den Modus auch mit PS4 und Co. anwenden. Etwas irritierend ist aktuell die Bildformateinstellung gelöst, da der TV ab Werk einen Bildbeschnitt aufweist. Und erst über die Einstellung Original könnt ihr HDMI-Quellen ohne Beschnitt darstellen. Wenn ihr das gemacht habt und danach in den Computermodus schaltet, kommt es zu einem Anzeigefehler, da der Bildinhalt nur noch briefmarkengroß erscheint. Wenn ihr hin und her schaltet, ist der Fehler behoben und ihr könnt den Computermodus ganz normal nutzen, wie eben gezeigt. Wenn ihr jetzt aber zurückschaltet, ist der TV wieder im Bildbeschnitt, das heißt, ihr müsst dann nochmal das Bildformat abgleichen. Wenn ihr einen UHD Blu-ray Player oder eine aktuelle Spielkonsole anschließt, kann es passieren, dass euch die Quelle sagt, dass der TV nur HD-Signale und kein HDR darstellen kann. Um das zu ändern, müsst ihr die HDMI-Eingänge auf UHD 444 umschalten. Dann können HDMI-Quellen in voller Bildqualität zuspielen und es ist auch Ultra-HD und HDR darstellbar. Mit der PS4 Pro arbeitet der POS 901F leider aktuell nicht fehlerfrei zusammen. Problem 1 ist der fehlerhafte RGB-Abgleich. Das heißt, die PS4 Pro spielt in RGB erweitert zu, der TV geht aber von RGB begrenzt aus, weshalb euch etliche Details flöten gehen. Das lässt sich manuell beheben, indem ihr RGB begrenzt bei der PS4 Pro erzwingt oder ihr lasst die Automatikfunktion laufen und könnt auch in dem PC-Modus beim TV wechseln, weil der ja wieder im erweiterten RGB-Modus läuft. Dann seht ihr in Spielen sämtliche Details. Für Gaming-Anwendungen ist der Fernseher aber nicht erste Wahl, da mit UHD und HDR-Quellen die Eingabeverzögerung deutlich ansteigt. Obwohl ihr jederzeit in den Spielemodus wechseln könnt, heißt das nicht automatisch, dass die Eingabeverzögerung so gering ausfällt wie mit SDR-Quellen. Habt ihr im Spiel HDR aktiviert und deaktiviert die Funktion danach, bleibt der TV leider im HDR-Modus hängen, sodass die Wiedergabe nicht mehr korrekt abläuft. Das gleiche Problem hatten wir auch mit unserem Signalgenerator, aber mit einem UHD Blu-ray Player von Panasonic spielt der OLED TV HDR meist fehlerfrei ab.
Die roten Störstreifen treten mit UHD-Quellen vor allem dann auf, wenn die Wiedergabe in 60p erfolgt. Mit 24p-Content hatten wir keine Probleme. Auch bei der Tonwiedergabe im Zusammenspiel mit HDMI-Quellen gibt es aktuell noch einen Fehler. Solange die Zuspielung in HD oder UHD mit 24 Bildern pro Sekunde erfolgt, laufen Bild und Ton synchron. Hört mal hier auf die Signale, wenn ich hin und her schalte. Und jetzt schalte ich auf UHD 60p um und ihr werdet bemerken, dass die Tonwiedergabe und Bilddarstellung immer weiter auseinanderdriften. Bei den Bildeinstellungen gehen wir vom Modus Film aus. Die anderen Einstellungen sind deutlich aggressiver abgestimmt. Über den Farbregler steuert ihr die Sättigung, aber zu meiner Überraschung auch die Farbraumerweiterung mit SDR-Quellen. In der 50er Einstellung ist der Farbraum enger gefasst und die Hauttöne sind fast schon untersättigt. In der 60er Einstellung ist der Farbraum leicht erweitert, was in der Praxis meist eine Geschmacksfrage darstellt. Wählt also einen Wert zwischen 50 und 60. Über den Kontrastregler bestimmt ihr die Leuchtintensität der OLED-Zellen. Der Regler ist somit vergleichbar zur Hintergrundbeleuchtungseinstellung bei LED-LCDs. Da das OLED-Display immer einen optimalen Schwarzwert garantiert, erreicht der TV bei maximaler Kontrasteinstellung zugleich den Maximalkontrast, denn eine Aufhellung im Schwarz gibt es so oder so nicht. Der Schärferegler sorgt leider sehr schnell für Doppelkonturen und wenn ihr solche Extremsituationen wie hier habt, wo farblose und bunte Pixel aneinandergereiht sind, dann verliert ihr ab Stufe 2 bereits Bildinfos. Der Helligkeitsregler passt nicht die Bildhelligkeit an, wie es hier im Menü beschrieben wird, sondern die dunklen Bereiche. Die Durchzeichnung ist ab Werk nicht besonders gut und speziell mit HDR-Quellen werdet ihr Probleme haben, in der 50er Voreinstellung Details in dunklen Bildbereichen zu erkennen. Eine Anhebung ist zwar eigentlich nicht im Sinn der Sache, aber ein einfaches Mittel, um mit Ambilight und Raumlicht einen HDR-Film schauen zu können. Die Schwarzdarstellung bleibt makellos, solange ihr nicht den Wert 64 überschreitet. Da die Einstellung auch für die SDR-Wiedergabe übernommen wird, müsst ihr mit SDR-Quellen wieder auf 50 zurückwechseln. Bei SDR-Inhalten kann ich euch maximal 54 empfehlen. Bei der Farboptimierung ist mir gänzlich schleierhaft, was Philips damit bezwecken möchte. Man sieht kaum einen Unterschied, der Farbraum wird nicht erweitert und auch die Messwerte zeigen nur minimale Änderungen bei den Farbachsen. Bei der Farbtemperatur kann es sinnvoll sein, den Grünpegel etwas abzusenken, da der OLED-TV speziell im Mitteltonbereich zu einem leichten Grün-Gelb-Schimmer neigt. Beim Kontrastmodus solltet ihr Standard wählen, da die Schwarzdarstellung durch das OLED-Panel so oder so optimal ist. Wählt ihr optimales Bild, dauert die Kontrastaussteuerung etwas zu lang, was zu kurzzeitigen Überbelichtungen führen kann. Das HDR-Upscaling kann ich bedenkenlos empfehlen, da der TV die Leuchtendensität gezielt erhöht, ohne den Bildeindruck zu verfremden. Da das OLED-Panel gewisse Limits aufweist, ist der Unterschied aber nicht gravierend sichtbar und mit einer Farbraumerweiterung hat auch diese Einstellung nichts zu tun. Die Einstellung perfekter Kontrast kann euch helfen, dunkle Bildbereiche ein wenig aufzuhellen, was gerade mit HDR-Quellen je nach Raumbeleuchtung Sinn machen kann. Übertreiben solltet ihr die Einstellung nicht, da euch sonst in hellen Bereichen Details ausbrennen. Den Videokontrast könnt ihr mit 95 bis 100 aussteuern, je nachdem wie anspruchsvoll ihr bei der Bildkalibrierung seid. Bei der Gamma sorgen negative Werte für eine Überbelichtung und positive Werte für eine Unterbelichtung. Die 0-Voreinstellung passt aber eigentlich ganz gut. Ultra Resolution greift sehr zaghaft ein, verbessert aber die Wahrnehmung von Details. Die Rauschfilter solltet ihr normal abschalten, damit keine künstlichen Unschärfen auftreten. Aber ich muss an dieser Stelle auch lobend hervorheben, dass sich die Voreinstellung niedrig sehr, sehr gut dafür eignet, um Artefakte bei schlechterem Quellmaterial zu unterdrücken. Wo wir gerade bei Loben sind, auch die Zwischenbildberechnung arbeitet sehr gut.
Achtet darauf, Perfect Clear Motion einzuschalten, um eine 100 Hz Bewegtbildschärfe zu erhalten. Da das OLED-Panel keinerlei Nachzieheffekte produziert, ist die Gesamtqualität mit einer 200 Hz Bewegtbildschärfe bei LED-LCDs gleichzusetzen. Beim Bildformat, wie bereits gezeigt, darauf achten, dass das Originalformat angewählt wird mit HDMI-Quellen, um einen Bildbeschnitt zu vermeiden. Ihr könnt das Bild auch verzerren, falls es euch danach beliebt. Kurz was zu den Messwerten. Ich musste hier im Diagramm den DCI-Farbraum ins BT2020-Format einbetten, damit die Messwerte realistisch ausfallen. Sobald ihr HDR-Quellen zuspielt, geht der TV auf seine maximale Helligkeit. Dies bezieht sich aber ausschließlich auf die Weißlichthelligkeit bzw. weniger stark gesättigte Farbtöne. Wenn ihr die Farbbalken links anschaut, dann seht ihr, dass die Farbhelligkeit bei maximaler Sättigung nicht im gleichen Maß ansteigt, da das offizielle UHD Premium Logo für OLED-TVs bereits ab 540 Nits vergeben wird, hat auch der POS 901F keine Probleme, diese Auszeichnung zu bekommen. Kritisch müssen wir anmerken, dass die Farbhelligkeit mit OLED aktuell nicht so gut ist, wie es die Nits-Angabe für Weißlicht vermuten lässt. Kommen wir zum großen Vorteil des OLED-Displays. Die Bildausleuchtung ist wirklich top. Es treten weder Schatten noch Streifen noch störende Verfärbungen auf. Zumindest bei unserem Testmuster ist die Ausleuchtung wahrlich erstklassig und auch bei dunklen einheitlichen Flächen erkennt man da keine Defizite. Da jeder Pixel selbst leuchtend ist, gibt es auch keine Einleuchteffekte und kein Clouding. Die Stärken von OLED im Vergleich zu einem Direct-LED-LCD rechts sind im hellen Raum kaum zu erkennen. Doch sobald es dunkel wird, sieht man die Vorteile der pixelperfekten Lichterzeugung. Während beim LED-LCD rechts die LED-Zonen erkennbar sind, ist beim OLED links alles perfekt. Bei leicht seitlicher Betrachtung fällt der LED-LCD komplett auseinander, während das OLED-Bild auch unter extremsten Blickwinkeln kontraststark bleibt. Nur eine leichte Türkisverfärbung ist zu beobachten. Die Darstellung mit dem OLED-TV ist besonders gut, wenn 21:9 Content, also mit schwarzen Balken, abgespielt wird. Die Grenzen von OLED zeigen sich erst, wenn die gesamte Bildfläche zum Leuchten gebracht werden muss. Dann greift ein Limiter ein und die Wiedergabe erscheint merklich dunkler als auf einem LED-LCD. In Zahlen ausgedrückt erreicht der OLED hier noch knapp 140 Nits. Ein weiteres Problem kann die Energieaufnahme sein. Hier verbraucht der 55 Zoll OLED fast genauso viel wie der 65 Zoll LED-LCD. Wenn wir jetzt auf 16:9 Vollbild wechseln, dann verbraucht der kleinere OLED sogar mehr. Der Maximalverbrauch wird immer dann erreicht, wenn das Bild leuchtende Farben enthält. Wenn wir die gleiche Szene schwarz-weiß darstellen, dann greift der Helligkeitslimiter ein, die Helligkeit wird vollautomatisch ausgebremst und der Verbrauch sinkt. Dieser Unterschied nimmt auch großen Einfluss auf das Nachleuchten. Hier wechseln wir mal von einem Schwarz-Weiß-Bild ins Menü des TVs und Nachleuchteffekte sind kaum erkennbar. Jetzt stellen wir das Bild in Farbe dar. Die Zellen werden deutlich stärker beansprucht, die Energieaufnahme verdoppelt sich fast und wenn wir jetzt ins Menü wechseln, können wir den Bildinhalt schemenhaft erkennen. Je größer der Kontrastunterschied und je bunter der Inhalt, desto schneller kommt es zum Nachleuchteffekt. Damit ihr es besser einschätzen könnt, habe ich hier nochmal eine Spielszene festgehalten. Die bunten Bäume im Hintergrund provozieren den Nachleuchteffekt besonders stark und ihr könnt sie jetzt im Himmel weiterhin schemenhaft erkennen. Der TV versucht vollautomatisch diesen Effekt auszugleichen und nach wenigen Sekunden ist das Muster komplett verschwunden. Ihr müsst somit je nach Bildinhalt mit solchen Effekten rechnen, allerdings handelt es sich nicht um permanente Nachleuchteffekte. Was mir im Test noch aufgefallen ist, solange ihr SDR-Inhalte zuspielt, kann der TV die Maximalhelligkeit sehr gut konstant halten. Achtet hier mal auf die Sonne. Wenn ich jetzt auf HDR wechsle, dann kommt es zu einem leichten Helligkeitspumpen und der Fernseher variiert die Helligkeit, was durchaus irritieren kann. Der gleiche Effekt trat im Film Pan auf UHD Blu-ray auf und es kam in hellen Bereichen auch zu Abstufungseffekten. Positiv ist, dass Philips das HDR-Signal nicht einfach am Helligkeitslimit des TVs abschneidet, sondern versucht, den kompletten Dynamikumfang der Quelle mit allen Details abzubilden. Generell gehört die Bilddarstellung zum Besten, was wir bislang gesehen haben. Somit gehört der POS 901F auf alle Fälle in die engere Auswahl, wenn ihr Filmquellen in SDR oder HDR bestmöglich darstellen möchtet.
Das 3D-Format unterstützt der Philips OLED leider nicht, aber immerhin zeigt euch der Fernseher ein 2D-Bild an, während zum Beispiel bei Samsung TVs die Bildfläche komplett schwarz bleibt. Kommen wir zum Vorabfazit. Bereits im derzeitigen Softwarestadium ist der POS 901F für TV- und Filmfans eine echte Empfehlung und es wird sicher viele unter euch geben, die auf die Kombination von OLED und Ambilight gewartet haben. Wenn die Wiedergabe fehlerfrei abläuft, ist die Darstellungsqualität extrem gut und der POS 901F hat das Potenzial, der beste Philips TV aller Zeiten zu werden. Für Gaming-Anwendungen kann ich den Fernseher bislang nicht empfehlen und alle PS4 oder Xbox One-Nutzer sollten auf ein Software-Update warten. Vergleichbare OLED-TVs gibt es bereits für 1.000 Euro weniger, somit ist der Preis von 3.499 Euro für den Philips OLED nicht besonders günstig. Aber die Konkurrenz bietet eben weder Ambilight noch eine gute Zwischenbildberechnung und somit hat der erste OLED-TV von Philips definitiv seine Berechtigung am Markt. Philips hat bereits angekündigt, im Januar alle Kinderkrankheiten, die wir hier im Test gefunden haben, zu beseitigen per Software-Update. Damit wir die Verbesserung nachvollziehen können, wird uns Philips im Januar den TV ein zweites Mal zur Verfügung stellen und dann können wir auch ein finales Fazit ziehen. Ich verabschiede mich erstmal in eine kurze Winterpause, bedanke mich fürs Zuschauen. Passend zum Start der CES könnt ihr auf unserem Channel mit neuen Videos rechnen. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Macht's gut!